Herzlich willkommen bei den Wildstar Games 2012, sagt ein dick eingepackter Ö3-Mikromann Tom Walek. Wir haben eine ganze Menge Aufgaben zu erfüllen, also nicht wir, sondern die 150, die sich gemeldet haben, um heuer dabei zu sein. Es gilt Snowflossing, Snowsurfing, dann am Nachmittag sind wir im Tauernspa, da gibt es eine Runde Freeride-Schwitzen und dann Tiefschneetauchen, bevor es ab 19 Uhr ganz ernst wird am Hauptplatz in Kaprun. Da ist das große Finale, da gilt es noch einmal eine ganze Menge Geschicklichkeitsaufgaben zu bewältigen und Mikromann-Fragen zu beantworten. Hier hinter diesem Transparent, in diesem Poster, ist ein Eisblock. Und ihr sollt uns sagen, wie schwer der Eisblock ist, und zwar in Gramm gemessen. Vornehmen. Das ist 88.450 Gramm. Wir wissen, wer die besten 8 sind. Und wir kommen zur nächsten Aufgabe für euch. Es ist Lindsay Vonn! Jetzt geht es wirklich darum, wer es erster Leute. Die Frage ist so waschen einfach. Wie viele Finger haben 10 Hände? Ja, 50! Ja. 50! 50, stimmt! Ja, 50 Finger! 50 Finger stimmt, alle schauen und sagen, wieso stimmt 50? Eine Hand hat 5 Finger, 10 Hände haben 50 Finger. Bravo! So, Christoph, noch einmal bitte. Da sind die Autoschlüssel. Da ist wirklich das Auto. Kaum zu glauben, Gratulation. Das ist eine total große Freude, weil ja, unser Auto ist eh schon so gut wie kaputt und jetzt haben wir ein neues Auto und ja, können das Geld gut brauchen, das passt ganz gut. Gut, weil es war ein total netter Tag. Zuerst immer am Kiez oben und danach in der Therme. Ich habe eben, wie gesagt, 2 Kinder und das war total entspannend und lustig. Würde ich sofort nächstes Jahr wieder dabei sein.
Großen Applaus nochmal für die Siegerin der Mainzer Games 2012. Und ich kann nur alle von euch einladen, willkommen, ja, wieder herzukommen.